Hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Wie einige mitbekommen haben, war ich ja in der Südsee über die Jahreswechselfeiertage. Wobei, nicht ganz in der Südsee, sondern eher im Süden und am Meer, aber die Details sind doch auch eigentlich unwichtig. Jedenfalls, während man dort so liegt und die Sonne genießt und vielleicht die ein oder andere Massage, ist es halt so, dass man überlegt, wie schön wäre es, wenn man immer hier leben könnte. Die Sonne genießen, das Meer und die erlesenen Speisen. Wahlweise hätte ich mir auch überlegt, ich könnte auch in Sipangu leben und als einziger Weißer mich zum Samurai hocharbeiten. Denn Nioh ist einfach das beste Game. Und vielleicht sollten wir mal irgendwann über William Adams sprechen. Aber wie dem auch sei, die Liebe zum kalten Europa und vor allen Dingen auch zur Arbeit haben mich zurückgebracht. Ja, ich bin auch ein bisschen dumm. Wie dem auch sei, eine solche Idee, also jetzt das Leben auf einer Insel nicht sich zum Samurai hochzuarbeiten, ist ja nicht wirklich von mir erfunden. Es gibt diverse Trash-Formate, die das Ganze featuren. Und manchmal geht das nicht ganz so gut aus. Die Leute kommen zerbrochen und meistens auch pleite wieder zurück nach Deutschland. Doch es gibt eine Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, die ist noch ein wenig extremer. Und ich finde, das sollten wir uns zur Urlaubsedition ruhig mal ansehen. Mein Name ist Dede Flux und heute sprechen wir über Goodbye Deutschland Floriana Edition. Wir lieben ja hier auf diesem Kanal Geschichten, die wie Filme klingen, mit extravaganten Protagonisten, vielleicht der ein oder anderen erotischen Verstrickung, mysteriösem Ableben und exotischen Schauplätzen. Und genau so eine ist die Geschichte der deutschen Auswanderer auf der südlichsten Insel des Galapagos-Archipels, Floriana. 1929 kamen Friedrich Ritter und seine liebreizende Partnerin Dore Strauch hierher, aus dem badischen Wolbach, wo sie jeweils ihre Ehepartner hinterließen, die wiederum selber dann zusammenfanden und ein Paar wurden. Alleine das ist schon sehr, sehr strange. Sie wollten auf Floriana ihren Traum verwirklichen, von einem naturverbundenen, natürlichen Leben. Friedrich Ritter selbst war Arzt und hatte seine eigene Philosophie vom Leben und der Natur. Er war der Meinung, dass er ohne Kleidung und nur mit vegetarischer Ernährung 140 Jahre alt werden würde. Und jetzt mal ganz kurz Stopp. Ihr könnt alle rumspinnen, wie ihr wollt, okay? Also es wird ja auch immer crazier da draußen. Aber wenn ihr Ideen oder vielleicht auch eure eigenen Ideologien erschafft, dann haltet euch doch bitte an physikalische Gesetze. Ansonsten endet ihr wie Finn Bogumil oder Christopher McCandless und eliminiert euch sehr, sehr schnell selber aus dem Genpool. Das will man ja nun auch nicht. Aber ihr seid freie Menschen, macht, was ihr wollt. Jedenfalls hatte der Friedrich zu Hause in Wolbach noch eine ziemlich gute Idee, denn auf einer Insel ist es ziemlich problematisch, wenn man Zahnschmerzen bekommt. Und so hat er sich und seine Partnerin auch sämtliche Zähne aus der Fresse rupfen lassen. Ja, das ist ganz besonders toll. Damit man überhaupt noch kauen kann, hat er ein Gebiss anfertigen lassen aus Metall. Eines. Und das hat er sich dann bei Bedarf oder bei Notfällen mit Dore teilen müssen. Das ist Liebe, glaube ich.
Jedenfalls lebten sie dort, sie bestellten einen Acker und ein Reporter besuchte sie dort. Der schrieb einige Artikel, die dann zu Hause in Deutschland veröffentlicht wurden. Die beiden galten als Exoten und das Ganze wurde wie ein Paradies dargestellt, sodass immer mal wieder Leute, die vor der Wirtschaftskrise flüchteten, auf dieser Insel ankamen und dort leben wollten. Die meisten jedoch verließen kurz darauf wieder die Insel, weil die Realität ist anders als meistens in den Medien beschrieben. Am Ende blieben 1932 nur die Familie Widmer. Mutter Margret, Vater Heinz und Sohn Harry. Margret hat auf der Insel selbst dann noch einen Sohn und eine Tochter bekommen. Und das muss man sich auch mal überlegen, so mitten in der Natur einfach zu gebären. Natürlich funktioniert das, hat immer mal wieder irgendwo geklappt, aber es muss jetzt auch nicht wirklich sein. Friedrich Ritter selbst fand das eher ungeil, dass so viele Leute auf die Insel kamen, denn er wollte ja eigentlich alleine leben. Und auch Dore Strauch, die sich eigentlich eine Freundin gewünscht hatte, konnte mit Margret relativ wenig anfangen, denn Margret war eher so die stille, duckmäuserische Hausfrau, also auch nicht wirklich eine Gesprächspartnerin für Dore. In der Folge lebte man mehr schlecht als recht eigentlich nebeneinander her, doch dann wurde es wirklich eng, denn eine selbsternannte Baronin tauchte auf der Insel auf, zusammen mit ihren zwei Liebhabern. Es wird heutzutage angenommen, dass die Baronin eine einfache Hochstaplerin gewesen sein muss, denn ihre Herkunftsgeschichten wechselten einfach wie die Unterwäsche und ab und an behauptete sie sogar, sie sei eine Spionin. Ihr Vorhaben auf der Insel war, sie wollte dort ein Paradieshotel für Reiche errichten. Und das war eine Idee, die bei wirklich niemandem gut ankam. Generell kam diese Baronin durch ihre Art einfach auch ein bisschen in Probleme, denn es fing damit an, dass als sie ankam, hatte sie ein Paket mit Briefen dabei. Und als Friedrich Ritter seine Briefe halt in Empfang nahm und durchlas, stellte sich heraus, dass wohl Bilder fehlten und ab und an vielleicht auch Geldscheine von der Baronin entwendet worden waren. Die Briefe waren also von ihr geöffnet worden. Nicht der beste Einstieg. Auch ansonsten war die Baronin eher auf Krawall gebürstet. So hat sie zum Beispiel die einzige Süßwasserquelle auf der Insel einfach für sich beschlagnahmt. Sie hat die Post zugeteilt und auch geöffnet und sie hat die Vorräte rationiert für die anderen. Zusätzlich hat sie mit Reitpeitsche und Pistole öfter mal rumgefeuert, um sich halt selber Nachdruck zu verleihen. Es wird auch gesagt, dass der geliebte Esel von Dore Strauch von ihr umgebracht worden ist. Erschossen. Allerdings gibt's dafür keine Beweise. So sehr also diese Baronin von ihren zwei Liebhabern geliebt worden ist, so sehr wurde sie gehasst von allen anderen. Doch auch die Ménage à Trois war vielleicht nicht ganz so in Ordnung, denn die Baronin und einer ihrer Liebhaber behandelten den anderen zunehmend wie einen Sklaven. Dieser wurde sogar öfter mal verprügelt. Und so floh er immer mal wieder zu den Familien Widmer und Ritter, weil er fürchtete, dass die anderen beiden ihn womöglich umbringen könnten. Und auch ein anderer Punkt stellte sich problematisch heraus, denn Herr Widmer hat seine Sonntage immer mit Dore Strauch verbracht, was Margarete Widmer auch überhaupt gar nicht gefiel. Und ihr kennt es, wenn Frauen eifersüchtig sind, gibt es Probleme. Und gerade auch zwischen den ursprünglichen Siedlern Friedrich Ritter und Dore Strauch kriselte es auch heftig. Von Liebe war keine Spur mehr und alle anderen waren häufiger Zeuge, wie Friedrich seine Frau, die übrigens an multipler Sklerose litt, immer wieder misshandelte und schlug. So macht dann irgendwann das Gebissteilen auch keinen Spaß mehr. Und wem das alles noch nicht reicht, das hört sich ja ganz normal an, wie ein Abend in einem Twitter-Space, da kommt jetzt noch das Schicksalsjahr 1934. Eines Tages im März 1934 kündigte nämlich die Baronin an, sie werde die Insel verlassen, zusammen mit einem Fischer, der vor der Insel ankerte. Sie wollte nach Tahiti und dort ihr Hotel eröffnen. Und sie verschwand auch, doch
wohl eher nicht mit dem Boot, denn niemand sah ein ablegendes Boot in der Zeit, und als sie die Hütte aufsuchten, war alles unverändert. Der Aschenbecher war noch voll und ihr geliebtes Buch, das Bildnis des Dorian Gray, war immer noch auf ihrem Nachttisch gelegen. Ohne dieses Buch, was ihr Lieblingsbuch war, hat sie keinen Schritt getan. Und so überlegte man sich, was wohl passiert sein mag. Der letzte Liebhaber, ihr wisst schon, der, den sie als Sklaven behandelt hatte, war verblieben auf der Insel. Und der machte sich daran, alles das, was sie hinterlassen hatte, zu verkaufen. Er wollte mit einem Fischer namens Nygard die Inseln einfach nur noch verlassen. Doch auch er kam nicht weit. Seine Leiche wurde auf einer nahegelegenen Insel des Galapagos-Archipels am 17. November 1934 gefunden. Komplett mumifiziert. Man geht davon aus, dass er einfach verdurstet ist. Am 21. November 1934 starb dann Friedrich Ritter. Als Vegetarier an einer Fleischvergiftung. Ratet mal, wer das Hühnchen zubereitet hat. Genau, seine Verlobte Dore Strauch. Und irgendwie ist man der Meinung, dass Friedrich Ritter während des Essens wohl etwas gemerkt haben muss. Das Gift hat anscheinend sein Gesicht gelähmt und so schrieb er seine letzten Worte auf ein Stück Papier. Ich verfluche dich. Dore Strauch wurde dafür nie verurteilt. Kurze Zeit später verließ auch sie die Insel in Richtung Berlin, wo sie wenige Jahre danach starb. Zurück blieb nur die Familie Widmer. Doch aufgrund der Unglücksfälle ging man davon aus, dass eventuell auf der Insel ein Fluch liegen könnte. Denn auch mit dem Verschwinden oder dem Ableben der anderen hörten die merkwürdigen Ereignisse nicht auf. Der Sohn Harry ist bei einem Bootsunglück Jahre später ertrunken. Und der Ehemann der Tochter ist bei einem Jagdunfall einfach verschwunden. Nun, ihr kennt mich, ich glaube eher nicht an Flüche, ich glaube aber daran, dass ein Leben auf einer einsamen Insel durchaus gefährlich sein kann. Und zudem ist es sehr gefährlich, wenn eine soziale Gruppe sich untereinander nicht grün ist, ohne eine Polizeistation in der Nähe. Im Grunde war zumindest Margret Widmer die einzige, die alt auf der Insel geworden ist. 68 Jahre hat sie auf Floriana gelebt, 95 Jahre alt wurde sie insgesamt. Sie machte tatsächlich ein Hotel auf, was heutzutage von ihrer Tochter geführt wird. Diese spricht allerdings sehr ungern über die Ereignisse von damals und antwortet auf die Frage, ob sie das Ganze nochmal erzählen könnte, nur: Lesen Sie das Buch von meiner Mutter. Und damit meint sie dieses Buch, Postlagernd Floriana, eine moderne Robinsonade auf den Galapagos-Inseln. Da habt ihr, falls ihr noch mehr über diese Story erfahren wollt, eine genaue Herleitung einer Zeitzeugin. Eine spannende Lektüre. Vielen Dank fürs Zusehen, passt auf euch auf und erfreut euch einfach an Krankenversicherung, Strom und fließend Wasser. Macht's gut, bis dann, ciao. Scheiß auch noch leer.